Hey, hier stand doch 100%. Wieder Pause. Neues Darlehen, bitte, bitte. Und von diesem Darlehen bauen wir erstmal noch ein bisschen was. Für hier. Keine Ahnung, ich glaube, aber damit sind wir schon mal gefahren. Und wir platzieren noch Verstärkung für diese Seite. Zwei neue Attraktionen. Der Rest des Geldes fließt mal hier rein wieder. Und da war das Geld auch schon alle. Also in dem sind wir auf jeden Fall schon gefahren, deswegen können wir das sofort einfach aufmachen. Und in dem hier glaube ich noch nicht. Deswegen testen wir das. Setzen uns einmal rein. Bin mir nicht ganz sicher bei dem hier. Aber ich fürchte, das ist sehr ähnlich wie der Ring, kann das sein? Dass das sehr gleich ist, habe ich jetzt nicht drauf geachtet beim Bauen. Tatsache, ob ich da jetzt gleiche Sachen neben gleiche Sachen stelle. Aber naja, gut, okay. Das ist, glaube ich, eher so schaukelmäßig, ne? Und es bleibt länger stehen oben. Also eher für die bisschen, die es ein bisschen extremer haben wollen hier. Ja, für die ist das hier eher was. Bisschen schade finde ich bei der Go-Kart-Bahn, dass man nicht gucken kann, wie lang die schon ist, weil ich muss ja eine Mindestlänge haben und wenn die zu kurz ist, richtig doof. Nicht, dass das so wie im letzten Park ist mit der Schlucht. Nee, nicht im letzten Park, sondern in dem Park davor. Mindesthöhe 65 Meter Fall und dann, was habe ich gebaut? 64 Meter Fall. Das war ärgerlich.
Ja, okay, gut. Wie gesagt, so ein bisschen Szenerie brauchen die alle. Vielleicht kann ich jetzt endlich mal dieses Ding hier irgendwie sinnvoll platzieren. Ich fürchte aber, das ist zu groß hierfür, ne? Groß, schade. Das auch. Das auf jeden Fall auch. Das ist auch zu groß. Ich brauche irgendwas Kleines. Hallo. Was ist denn hier klein und schmal? Was ist denn hier los? Ja? Guck mal. Das passt da doch gut rein. Dann war da nämlich auch eine grüne Wegdeko. Wieder eine höhere Parkbewertung auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Und jetzt können wir das hier weiterbauen. Schienen. Das will ich dann doch nicht, warte mal. Die musst du sowieso so werden. Ich wollte gerade sagen, das ist doch schon mal gut. Dann können wir hier nämlich nochmal so ein Ding bauen. Geht nicht, weil der Park da zu Ende ist. Ich könnte, das ist ja wohl nicht wahr hier, oder?
Seit die letzte 906 Meter. Das ist knapp gewesen. Das ist natürlich auch ganz schlau gewesen, ne? Kann ich bitte den Eingang ändern? So muss es auf jeden Fall nur sein, weil anders wird es nämlich nicht klappen. Ja, eröffnen, ne? Wir müssen übrigens mal gucken, dass wir hier mal mitfahren, vielleicht sogar. Sobald das zu Ende ist, das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Müssen wir mit unserer auch machen, wenn die ein bisschen beliebter ist. Können wir jetzt eigentlich mal machen? Jetzt sind sie nämlich gerade fertig hier. Ja, da können wir mal eben gucken. Kann man hier mitfahren? Ja, kann man. Dann können wir nämlich eine Runde mal Kart mitfahren bei dem, was uns das Spiel gegeben hat. Und dann fahren wir direkt einmal mit unserer Kartbahn mit. Für die uns natürlich auch noch ein Name fehlt. Aber ich bin mir sicher, da werden wir einen Namen finden. Let's go! Ah, okay, jetzt sind wir am, jetzt ist einer eingestiegen bei uns. Im Kart auf jeden Fall. Oh, wir sind ganz vorne, das ist gut. Vielleicht gewinnen wir das Rennen sogar. Na, gewinnen wir? Ja, bestimmt nicht. Ich bin bestimmt bei so einem, der so total langsam fährt, eingestiegen jetzt hier, ne? Ich habe schon gedacht, meine Strecke ist langweilig, aber die ist ja toll. Trotzdem werde ich überholt. Ich hatte erst Angst, dass meine Strecke langweilig ist, aber die ist ja. Ja, gut, okay, die Szenerie drumherum ist ganz schön. Es macht bestimmt auch Spaß, die zu fahren, weil hier geht es ja auch hoch und runter und so. Ja, ich sag mal, das ist eine ganz okay Kartstrecke. Ja, unsere ist wahrscheinlich auch nicht viel besser, aber die ist ganz okay hier, die hier ist. Achso, und das war es jetzt schon wieder. Wir sind Zweiter geworden. Weil die uns in der ersten Runde überholt hat. Mann, 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 Mann. Da ist der Letzte. Darf der auch noch eine dritte Runde fahren? Das erklärt die lange Wartezeit auf jeden Fall. Wenn die alle so lange fahren dürfen. Sieht aber nicht so aus. Da durften ganz viele keine zweite Runde, dritte Runde fahren, nur wir durften. Finde ich sehr cool. Naja, okay, gut. Und wie sieht unser Kart aus? Ist das schon. Die fahren gerade los.
Und so richtig in den Zurück in die Zukunft Autos, richtig witzig. Und das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, diese Kurve, um ehrlich zu sein. Weil es da so runter geht und man da bestimmt gut runterdriften kann. Toll. Schon wieder überholt. Was suche ich mir denn hier für lahme Leute aus? Ja, tschüss! Dann geht's in den Tunnel, weil wir waren gerade über dem Wasser direkt, können einmal die Stadt sehen, richtig cool. Fahren hier durch unter das Dorf. In einer langen Kurve fahren wir wieder nach unten, weil wäre ja sonst langweilig, wenn es nicht hügelig wäre. Und da ist der Cut, da ist die Wende gewesen. Wir waren kurz einmal unter Wasser sogar, was nicht beabsichtigt war. Da kann auch gut ein Unfall passieren, wenn man nicht aufpasst. Dann kommen wir da wieder raus. Ja, ich finde es gar nicht schlecht, die Runde. Könnte hier zwar ein bisschen schneller fahren, aber kann es sein, dass wir letzter sind? Wenn wir bis jetzt noch nicht letzter waren, sind wir es jetzt auf jeden Fall. So, jetzt einmal wieder unter dem Dorf durch. Das finde ich so cool einfach, ne? Und zurück in den langen Tunnel. Der scheint mir so komisch einfach, ne? Aber finde ich schön, dass es da unter der Erde auch noch mal so Zickzack gibt. Was man ja von außen gar nicht so sieht, dann ist da unten, dann ist es nicht so eine langweilige Sache. Ja, und wir sehen das rote Licht. Das heißt, wir müssen anhalten. Ja, gut. Aber auch eine schöne kleine Runde. Doch, finde ich gut. Macht Spaß. Wie sieht denn die Warteschlange aus bei dir? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Aber jetzt können wir natürlich endlich ohne schlechtes Gewissen noch mal ein bisschen zurück in die Zukunft hier platzieren, ne? Denn wenn das hier ja wohl mal eins ist, dann ja wohl zurück in die Zukunft. Können wir auch ruhig ein bisschen spammen sozusagen hier, weil das ist ja. Letzten Endes genau das, was es ausmacht, ne? Ja, gut, das passt schon so. Ich finde, das ist okay. Damit kann ich leben.
Was ist denn unser nächstes Ziel eigentlich noch? Eine zweite Gokartstrecke im Sinne von 500, okay. Und ein Profit von 2,5. Ja, das kann ja jetzt, das kann lange dauern, Leute. Aber wir haben gerade Geld, das ist schon mal schön. Und ich würde sagen, wir sparen jetzt erstmal. Hier kommt die nächste Go-Kart-Bahn nämlich hin. Die geht dann hier runter. Einmal hier rüber. Wir bauen die Achterbahn hier auf den See. Dann geht die Go-Kart-Bahn da doch nicht lang. Machen wir die Go-Kart-Bahn eher. Ja, ich weiß nicht. Schwierig irgendwie, finde ich. Aber ich sag gleich, Achterbahn ist halt das teure Unterfangen, ne? Aber das, was auch mit Abstand am meisten bringt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Die bringt natürlich auch Prestige und ja, eigentlich alles in den Park, was ich brauche. Ja, vielleicht sparen wir erstmal ein bisschen. Damit wir auch diese 2500 Profit bekommen. Damit wir einmal sehen, wie viel Profit wir überhaupt jetzt machen, ja? Das ist so schön, wenn das repariert wurde. Mal gucken, wie viel Profit machen wir denn? 1000 ungefähr, ne? Das ist zu wenig. Ja, aber die künstliche Verknappung, das wird wahrscheinlich auch ewig so sein. Immerhin sind da die Leute ganz happy. Entschuldigung. Immerhin sind da die Leute ganz happy. Mit dem, was sie haben. Meine Baupläne. Ich gebe zu, ich würde sie gerne bauen, um ehrlich zu sein. Weil das ist meine Lieblingsachterbahn. Die habe ich. Das ist sozusagen die Achterbahn, auf die ich am stolzesten bin, dass ich die gebaut habe. Und wenn die in diesen Park reinkommt, das wäre absoluter Premium. Das wäre schon schön. Aber das dauert natürlich ein bisschen, ne? Aus Läden, Servicegebäuden und Hotels. Das ist schlecht, würde ich sagen.
Aber wir könnten mal ein Souvenirgeschäft bauen, ne? Da hatten sich ja auch manche Leute beschwert, dass wir das nicht haben. Genug Geld haben wir ja jetzt gerade. Ich finde das da ganz cool, tatsächlich.